Das, was hier beim Obergrashof in Dachau noch auf dem Acker steht, ist Biospinat aus dem vergangenen Jahr. Er ist übrig geblieben, weil die Nachfrage stark zurückgegangen war. Bald wird er untergepflügt. Spinat ist ja so ein klassisches Frischmarktgemüse. Wir machen ja jetzt keinen Industriespinat, der dann tiefgefroren ist, sondern feinen, kleinblättrigen Spinat, der handgeerntet wird. Und den haben wir dann letztes Jahr einfach nicht so verkauft, wie es zu erwarten gewesen wäre. Viel Mühe umsonst. Man fragt sich ja, wird meine Arbeit überhaupt geschätzt oder wird die überhaupt gebraucht, was ich da jeden Tag mache? Es ist jetzt nicht so, dass es der einfachste Job der Welt ist, das Gärtnern. Also da muss man sich oft ganz schön zusammenreißen, im Frühjahr und bei Wind und Wetter da rauszugehen. Auf 60 Hektar wird am Obergrashof Biogemüse angebaut. Momentan stehen bei der Gärtnerei vor allem die Winterkulturen auf dem Programm. Kresse, Schnittlauch und Chicorée. Der Absatz ist immer noch verhalten. Es ist aber nicht mehr so schlimm wie im Sommer. Im Sommer war es schon für so einen Feingemüse- und Frischgemüsebetrieb bei uns war es schon sehr dramatisch. Und man muss sich vorstellen, man hat Salat oder Kohlrabi oder Radieschen oder Rettich. Das baut man jede Woche an und es hat ein recht kurzes Erntefenster. Und kann dann eben, wenn es in einer Woche nicht verkauft wird, in der nächsten Woche nicht weiterverkauft werden. Und da ist also halt regelmäßig viel Ware übrig geblieben. Naturkostläden haben laut Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung bereits im ersten Halbjahr 2022 fast 40% weniger verkauft als im Corona-Boom-Jahr 2021. Auch die Naturkostinsel mit Standorten in Dachau, Starnberg und Olching hat zu kämpfen. Es beidelt uns schon auch ganz, ganz ordentlich. Also, wir müssen einfach schauen, wo die Reise hingeht. Ja. Die Zahlen sind schlechter als vor der Pandemie. Das spüren auch die regionalen Lieferanten. Die fragen dann schon, hey, warum steht's denn hier nicht mehr? Habt ihr einen anderen Lieferanten dazu? Und wir können dann einfach nur sagen, ja, wir müssen einfach bedarfsgerecht, was unsere Kunden kaufen, bestellen, dass wir einfach auch so wenig wie möglich wegschmeißen. Im Bio-Segment erzielen laut Studien nun vor allem Discounter die Gewinne. Von Lidl heißt es auf BA-Anfrage, das Biosortiment erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei unseren Kunden. Durch hohe Abnahmemengen und langjährige Partnerschaften sind wir in der Lage, niedrige Einkaufspreise zu erzielen. Zur Umsatzentwicklung gibt es keine Angaben. Im Hofladen jedenfalls ist der Hype vorbei. Diesen Eindruck hat man beim Obergrashof. Und das, obwohl die Preise die vergangenen 3 Jahre nicht gestiegen sind. Als Corona war, vor allem im Jahr 2020, da sind die Leute uns hier, haben uns die Bude eingerannt sozusagen. Und dieses Jahr war es jetzt einfach frappierender Einbruch. Also da kann so ab späten Frühjahr, würde ich sagen, Sommer, da war es total ruhig. War irgendwie, ja, oft die Situation, wo man hier im Laden steht und ist alleine und wartet auf die Kundschaft und ja. Peter Steenshoff macht sich deshalb viele Gedanken. Er muss so schnell wie möglich planen, was er heuer anbauen soll und wie viel. 10% des Gemüses landen im eigenen Hofladen. 60% verkauft er an den Handel und Bioläden. Ein weiterer Teil geht an regionale Ökokisten. Gleich trifft er sich mit einem Ansprechpartner der Ökokiste Isarland, um eine Lösung zu finden, wie es dieses Jahr weitergehen soll. Für alle Beteiligten ist das Gift. Wenn die Erzeuger auf ihrer Ware sitzen im Frischmarktbereich, dann können sie gar nicht anders, als sich gegenseitig Konkurrenz machen, sich gegenseitig zu unterbieten. Und dann ist es eben kein Miteinander, das ist das, was wir uns eigentlich alle wünschen, sondern dann ist es irgendwann ein Gegeneinander. Ökokisten liefern ihre Waren wöchentlich direkt den Kunden an die Haustür. Also wie siehst du das? Rettich planen, das ist eher Frühjahr, Herbst. Also Hochsaison ist natürlich zur Wiesenzeit. In den vergangenen Jahren gab es bei allen Ökokisten im Raum München zeitweise Wartelisten. Das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt leicht rückläufig, aber trotzdem ganz positiv gestimmt, dass dieses Jahr wieder ein gutes Jahr sein wird und unser Service und unsere Beziehungen und so weiter bei den Kunden auch gefragt sind. Peter Steenshoff wird dieses Jahr 20% weniger anbauen und Personal reduzieren und hofft, dass die Nachfrage nicht noch weiter sinkt.
Das ist holprig und das war auf dem langen Weg immer zwischendurch schon mal holprig. Und vor allem in den Anfangsjahren war es ja auch nicht so, dass alles von selber gelaufen ist. Also das ist jetzt schon so, dass man das jetzt nicht sofort umwirft. Und also insofern ist das schon eine Verunsicherung, aber irgendwie eine Herausforderung. Er wünscht sich, dass die Verbraucher wieder umdenken. Denn so wie derzeit könnten regionale Bioerzeuger nicht überleben. Und das Ziel 30% Ökolandbau bis 2030 rücke in weite Ferne. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.